Servus Leute, wir sind wieder zurück bei War Thunder. Ja, der Arctic ist wieder mit dabei. Und diesmal auch noch haben wir uns einen dritten Unterstützung geholt, nämlich den Guten. Jo, hallo. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt einmal ein Denkgefecht, weil das ist ja eigentlich das Neue von dem Patch 1.4 war das, glaube ich. 1.4.1, glaube ich. Genau, 1.4.1. Und ich würde sagen, legen wir los, oder? Seid ihr soweit? Ja. In passt. Die Schlacht. In die Schlacht. Geht ja schon automatisch. Naja, du brauchst nicht klicken. Ich bin Commander. Du kannst doch nicht klicken. Sonst verlässt du die Staffel. Und der Chat ploppt dann auch gleich weg. Genau. Ganz wichtig, machen wir gemeinsam oder schauen wir, dass wir sich irgendwie Flanken schützen. Ich würde sagen, wäre schon ganz lustig, wenn wir mal irgendwie so eine Dreierkolonne fahren. Passt. Was habt ihr? So ein T28? Ich habe einen T26 vom... Ich bin UdSSR. Okay. Ja, ich habe einen T26 und einen 28. Ja, du hast zwei Panzer. Ja, ich habe ein Match gemacht und den danach freigeschaltet. So, ich bin schon drinnen. Ja, ich war hier gerade auch. Oh, da wurde kurz gerade gerammt. Ja, ach, bist du hier in der Nähe? Direkt hinter dir, wir sind grün angezeigt. Ich sehe euch nicht. Ich gucke nur die ganze Zeit eher nach vorne, deshalb... Ihr seid da unten, soll ich zu euch fahren, mal zu ziehen? Ja, aber das ist weiter Weg, wenn ich... Es ist wurscht, ich bin oben gespawnt. Also wir sind eigentlich auf dem Weg zur A, kann man sagen. Oder wir fahren halt zu C rum. Ja, ich... Aktik. Ja. Ich schau, dass ich zu euch stoße. Fahren wir zu A, weil dann ist näher für mich, weil dann fahre ich gleich Querfeld ein. Okay. Wenn ich da über den Berg drüber komme, bin ich mir nicht sicher. Weil ich habe jetzt zwei Gefechte mit dem Panzer schon gemacht. Arctic, wo bist du? Bisschen verlaufen hier. Der ist auf der Straße entlang weiter runtergefahren, so wie es ausschaut. Ja, wo bist du? Bei A runter. Okay. Seht ihr gerade dein... Ach, du bist noch da hinten, oder? Wieso sehe ich da hinten, oder? Irgendwie schaut das... Ah, da. Wieso ist da der Punkt C, obwohl das ja irgendwo woanders auf der Karte anzeigt wird bei mir? Okay, komisch. Ah, ich sehe einen Arctic. Der ist links von mir. Ah ja. Gut, müsst auch bist du an links. Der Gabelung links oder rechts gefahren? Links. Ihr müsst einfach geradeaus. Pass auf, da ist jetzt schon Schuss gefahren jetzt nachher gleich. Die schießen da schon neben dir, ne? Ja. Rechts neben dir. Ah, da hinten ist einer 0,45. Wo ist denn hier der Kollege? Rechts. Rechts von uns. Ups. Wow. Wurde hier schon abgeschossen, oder was? Gas mal getüttelt. Der hat mich ganz knapp verfehlt. Den 0, ja, der ist genau zwischen uns gelandet. Der was bei auf eurer Seite ist 0,5 Kilometer. Da seht ihr den. Aber ich musste jetzt hinter den Stein, weil sonst komme ich. Ich bin mitten auf der Prärie. Ich sehe nämlich gerade gar keinen. Welche Schüsse sind besser, 1 oder 2? Ich weiß nicht, die zwei sind gegen, glaube ich, Heavy Tanks besser. Und die anderen haben aber eine schönere Flugbahn oder sowas, habe ich gelesen. Boah, da habe ich. Oh ja, jetzt wurde ich gerade eingedeckt ein bisschen. Ja, ich mache leider meistens, wenn ich so verschossen bin. Ich fahre jetzt bald. Boah, scheiße, pass auf. Könnt ihr beim C das einmal decken, dass ich da drüber fahren kann? Den Panzer? Ja, aber ich muss kurz reparieren. Ah, scheiße, der hat mich getroffen. Ich muss zurück. Scheiße. Ich komm da nicht weg. Ich kann nur mehr vorwärts fahren. Ich hab einen Treffer! Treffer oder Kill? Ich glaube. Treffer. Ich fahr jetzt direkt rüber zu C, deckt's mich ein bisschen vielleicht. Ja, meine Ketten blockieren. Ja, mit U kannst du reparieren. Mit U kann man reparieren, okay. Nein, wieder Treffer, Volltreffer. Scheiße. Ich glaube, dafür musst du irgendwas geskillt haben oder so. Ne, das geht auch so. Ich konnte gerade irgendwas reparieren. Wie lange muss ich da drauf drücken? Einfach anhalten und drücken. Ja, okay, scheiße, hat mich abgeschossen. Okay, ich bin zerstört. Ich bin hin. Ach du ja, auch. Das war weil ich bin so mitten am Flachzeug gestanden. Ich habe keine schöne Deckung gehabt. Ich bin viel zu weit vorne gewesen. Ja, ich rücke gerade mit zwei anderen auf C vor. Ja, A ist jetzt auch eingenommen. Scheiße. Ich gehe, glaube ich, zu B, weil da bin ich oben auch gespawnt. Ja, dann komme ich auch zu B mal hin gleich. Also ich bin jetzt im Planquadrat C7. Ich sehe dich auf der Map unten. Nee. Ach ja. Du siehst so kleine die sind markiert. Die grünen Flächen da. Alter, schaut ab. Man sieht es nicht genau. Ich finde das auch ein bisschen schlecht, wie die Anzeige ist. Aber es geht. Ja, ich wurde gerade auch zerstört, da war ich einfach
bisschen vorschnell. Aber gut. Ich finde, man sieht die anderen Panzer viel schlechter als in, Als im Luftgefecht. Nee, als in POC. Ja, das stimmt, ja. Da hieß es ja auch, das soll parallel ablaufen, dass oben jetzt die Luftkämpfe gleichzeitig sind. Ja, ich glaube, das kommt auch noch, weil es werden jetzt auch Schiefe eingeführt, habe ich gehört von einem Zuschauer. Ja, aber das Problem soll sein, dass das Balancing dann extrem drunter leidet. Weil dann muss alles irgendwie schwächer werden, weil sonst die stärkeren Flugzeuge die so ein Tank hier sofort platt machen. Naja, es muss dann umgestellt werden ein bisschen. Da oben ist einer auf dem Berg, rechts von dir. Ich fahr zu arg. Was, rechts von mir? Ja, rechts oben. Der wurde mir gerade eben angezeigt. Hier den Berg hoch. Ja, ich komme da nicht drauf, nämlich fast. Was ist mit den mit dem Visrasch? Da drüben links 044 entfernt. Okay, das jetzt. Ah, ja. Ich probiere jetzt raufzufahren, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich raufkomme. Das war vorher teilweise schon heftig. Schauen wir, dass wir B einnehmen. Wir müssen eh was einnehmen, sonst haben wir eh wieder verloren. Ah, Mann. Wie kannst du so schnell fahren? Also du bist ein Deutscher, oder? Oh, oh. Vor ist direkt vor uns. Ziel unbeschädigt, scheiße. Wieder unbeschädigt. Boah, der hat mir eine Klappe gegeben. Treffer. Ich muss nachladen. Der haut hier gar nichts raus, der Panzer. Du musst wirklich schauen, dass du eine grüne Markierung machst. Ja, mache ich, aber der... Der hat hier kein richtiges Schutz, sondern der macht mehr so Schnellfeuer, aber macht dann, glaube ich, kaum Schaden. Wieder Treffer. Ich habe gerade zum ersten Mal klar jemanden im Visier gesehen beim Schießen und ich habe den trotzdem nicht getroffen. Aus 10 Komm, Meter der muss wieder rauffahren, sonst sehe ich. Ah, der ist einer mit einem Jagdpanzer rumfahren. Pass auf, die schießen links von uns runter über den Berg, beim Berg. Boah, hat mich hinten getroffen. Nein, wieder unbeschädigt, das darf's nicht geben. Ist der jetzt schon tot, der Panzer? Ja, du hast ihn gerade hingemacht, oder? Boah, rechts von uns. Oder? Rechts. Oh. Na, rechts ist nix. Links ja, unten sind sie am Berg. Ja. Die schießen da relativ drauf. Ja, von C aus und jetzt von hinten auch noch. Ja, ich bin weg. Von allen Seiten, oder? War ja heftig gerade. Das kann ich nicht schießen. Nein, der hat mich voll getroffen. Oh. Abschusshilfe. Ich bin mir noch nicht sicher, was für Munition besser ist. Ich probiere jetzt einmal die Zweier aus. Ich hatte gerade mit den Zweiern mache ich meistens auf jeden Fall mehr Schaden. Bei meinen ersten zwei Gefechten habe ich uroft One-Hits gemacht. Und bei dem Panzer ist das einzig Nervige, dass die... Ah, jetzt bin ich tot gleich. Jetzt habe ich den Arsch noch zu innen gedreht. Boah, da wurde ich gerade von vorne auf die Frontpanzerung gewonnen-hittet. Gelaufen. Das Blöde ist, dass man nicht so weit runterziegeln kann mit dem Panzer, was ich habe. Naja, bei mir auch. Wenn ich mich so gegen eine Steigung stelle, irgendwie als Deckung, dann kann ich nicht mehr genau zielen. Und wieso? Wieso kann er jetzt nicht da raufgehen und den treffen? Die Runde ist eh so gut wie vorbei. Irgendwie fliegt die Munition komisch. Gerade. Ja. Ah, ich hab noch einen getötet. Ja, leider verloren. Schauen wir uns das mal gar nicht. Ja, die war scheiße. 16. Platz, also 15. der Panzer, Platz. Der komplett, Panzer, komplett unnötig. Der Panzer hat gar nichts vom Brett gerissen. Na, meiner auch nicht. Man hätte die Teamergebnisse angucken können, okay. Du bist 14, du bist besser. Echt? Ja. Aber wir sind die letzten drei vom ganzen Team. Okay. Ja, lass uns direkt in die nächste Schlacht ziehen. Ja, machen wir noch eine, dann haben wir 20 Minuten Platz halt. So ungefähr. Okay. Bereit? Ihr müsst bereit machen, geschwind alle. Guten. Da warte mal, jetzt bin ich gar nicht. Ich kann mehr oben Chat öffnen. Ja, genau. Und bereit.
Schauen wir mal, was wir jetzt reißen. Ich hoffe mehr. Vielleicht sollte man auch mal eine Simulator-Schlacht ausprobieren oder so. Das habe ich bei Panzern zumindest noch nie gesehen. Bin mir nicht sicher, wie das dann ist. Ob du dann überhaupt noch Chancen, halt, ich weiß nicht. Ja, da musst du halt viel mehr mitdenken. Du musst, glaube ich, dann auch zum Reparieren des Panzers irgendwo hinfahren und so weiter. Naja, Panzer reparieren ist schwer zu sagen. Was willst du beim Panzer reparieren? Außer, dass der Kette wieder montierst oder sowas. Ja, genau. Ich hoffe, ich spawn jetzt mal bei euch und nicht wieder woanders. So. Mach ich sofort, ich bin schon. Warte mal. Ich spawne auf der Straße zur B. Also. Mitte bei ganz genau. F9. Kann man sich das auswählen? Nein. Nein, ich glaube ja. Nicht. Ich glaube, erst wenn was erobert ist, dann kann man dann sagen, okay, ich möchte bei B spawnen und so weiter. Gut, ich sehe dich schon. Hey, ich habe jetzt gerade. Was ist da? Ich bin auf einmal zurückgesetzt worden irgendwie. Oder wie wenn ich gegen was gefahren wäre, obwohl da gar nichts war. Guten direkt rasch auf B. Rush auf B? Ja. Oh, oder auf A. Auf mich hier. Also wenn gleich. Er auf B fährt, dann kann ich noch so hier quer Feld ein noch zu euch stechen. Ja, ich fahre hier mit so einem richtigen KWMs, Mann. Bist du, spielst du mit den Deutschen? Nein, du spielst auch die Russen. Ja, der Deutsche hat nur 20mm geschützt, habe ich gerade eben gesehen. Das ist mir aber vorher nicht aufgefallen, der hat gar nichts vom Hof gerissen. So, ich hoffe, ich kann die Absperrung da durchstoßen. Ja, genau. 20mm, ist das nicht bald MG? Das ist bald MG, ja. Mein Jäger hat ein 20mm geschützt. Oh, fuck. Boah, ich steh fuck. Ich hätte einen versucht, den zu treffen. Achso, das war einer von uns. Da, scheiße, ja. Ich schieß da. Hey, wieso? Was? Na, ich bin schon hin. Das Rushen bringt überhaupt nichts, glaube ich. Aber wie nimmt man dann die Punkte am besten? Nein, gibt's. Nee, gibt es vielleicht schwere Tanks auch oder sowas? Ja, schwere Panzer gibt's auch. Ja, ich habe glaube ich einen. So, weil der ist echt ein ordentlicher KWMs-Mann. Bisschen mehr als das oder was? Ja. Ah. Ich brauche immer ewig zum Nachladen, das ist so ein richtiger. Ich hab mich überschlagen. Soll ich dich aufstellen? Ich lieg hier unter der Brücke bei B. Auf dem Weg zu B, da kann man jetzt gerade nicht viel machen. Ich schau, dass ich hinkomme zu dir. Der Guten wäre in der Nähe von dir. Brücke. Ich fahr gerade über die Brücke. Na schau unter, ja, ich lieg unten drunter. Okay, ich schau mal. Weil ich hier schon durch. Teilweise riesige Panzer. Muss mal gucken, wie ich da runterkomme. Das ist das Problem. Ja, ich ach, man muss einfach hier, glaube ich, eine Zeit lang verharren. Ja, direkt bei B. Ich bin jetzt bei B, genau. Der flackert jetzt auch so, deshalb. Da ist gerade schon mal was neben mir eingeschlagen. Warte, ich fahr runter. Ich schau, dass ich dich vielleicht. Ja, ich suche gerade, wie ich da runterkomme. Ja, einfach drüber runter. Ja, das sind über Steine. Na, das sollte ich nicht runter. Ja, da bin ich auch runtergefallen. Mein Panzer geht nur rückwärtsgang überhaupt nicht, das ist ein bisschen scheiße. Ja, das mag meiner auch nicht. Ich muss mich auch dran gewöhnen mit den Ketten, dass wenn man nur D drückt, dass er sich nach zur Seite dreht und nicht so rennspielmäßig, dass man immer weiter am Gas bleibt. Ah, stimmt. Wenn man eine Kellerwende macht. Nein. Jetzt habe ich wieder. Ich verdammt, jetzt bin ich in der Panzersperre drinnen. Ach Gott, was mache ich jetzt gerade für einen Blödsinn? Ja, bei mir ist gerade echt spannend. Bodenziel zerstört. Bäh! Ich weiß nicht, wie ich zu dir runterkommen soll. Voll in den Tour. Ich hab glaube ich einen Weg gefunden, ich fahr gerade runter. Aber es könnte ein kleiner Drift werden. Boah. Ah, es macht schon irgendwie Laune. Ah, da bist du, okay. Soll ich auf die schießen oder wie machen wir das? So. Ich würde es erstmal mit Anstupsen versuchen. Weil ich glaube, ich aber am besten von der anderen Seite, ne? Damit viel Schwung. Ziel unbeschädigt, das kann es nicht geben. Sozusagen. Nein, und er trifft mich mit einem Schuss und ich bin tot. Das kann es nicht geben, ich treffe ihn viermal. Was war das für ein Panzer? Schieß mich gerade schön vor dir her. Also ich bin deine Deckung sozusagen. Das darf man erstmal so machen. Das hier ist jetzt eine ganz spezielle Technik. Ja.
Ablegung. Ich glaube, ich kann dich nicht drehen. Versuch's jetzt mal von der anderen Seite. Setz jetzt schon ich zusammen da. Oder was? Ja, ja, ich schieb mir hier gerade die Skigegend. Ja. Du musst ihm irgendwie wahrscheinlich gegen eine Wand drücken oder sowas, dass er sich wieder aufstellt. Oder nochmal runterschießen über den Hügel. Ja, irgendwie alles komisch. Irgendwie hat er auch eine komische Collie, finde ich. Ich kann so ein bisschen in ihn eindringen. Vielleicht, wenn ich an die Wand drückst, dass die Ketten irgendwie was fassen kommen. Ja, ja. Ja, ich glaube, Bodeneinheit zerstört. Was? Bodeneinheit zerstört. Oh. Ja, jetzt hast du mich komplett aufs Dach gelegt. Ja, ich gebe alles, was ich kann. Oh. Ich weiß, ich soll ich dich zerstören? Ja. Obwohl, in dem anderen Winkel natürlich noch ist. Ja, ich glaube, ich kann dich aber gar nicht zerstören, weil du mein Team bist. Ja, ich verlasse jetzt den Panzer und steig bei dir ein. Ja? Geht das? Glaube ich nicht, oder? Oh. Der wurde zusammengeschossen, glaube ich. Ja, als ich den verlassen habe, da habe ich den Selbstzerstörungsmechanismus direkt mit aktiviert. Und du sitzt jetzt bei mir drin, oder wie? Nein, ich habe jetzt meinen eigenen neuen Panzer. Ach schade, das wäre aber geil. Einen richtig guten Schützen und. Es wäre genial, wenn du wirklich so einen zweiten Schützen oder sowas hättest. Ja. Wo ist der da drüben? Den habe ich ja gerade gesehen. Da drüben kommt er. Ah, den treffe ich nicht, der ist hinter dem Hügel. So ein Dreck, ich komme da gerade überhaupt. Rückwärtsgang ist Mörder mit dem Panzer, das ist einfach ein Dreck. Ja, ja, aber ich glaube, das passt auch so. Nein, es gibt Panzer, die wirklich schnell rückwärts sind und es gibt Panzer, die halt in echt wirklich. Ja, aber wir fahren halt gerade auf den letzten Rotz. Das stimmt natürlich. Aber vorwärts geht er ein 30er. Boah. Einen richtig dicken Rotz. Leute, also mit der zweiten Munition reicht manchmal ein Schuss auf jeden Fall, wenn du richtig triffst. Das ist die One-Shot-Munition. Ja, und da bin ich gerade zerstört worden. Ich roll gerade auf C. Geil! Ich hab gerade einen Teamkollegen übelst verschoben. Beim Feuern und der ist halt einfach dann quasi in die komplett andere Richtung gefeuert. Tut mir ja sehr leid, aber. Ja, ist Arsch. Ja, weiß nicht, jetzt habt ihr das Fahrkontroll schon. Aber irgendwie gibt es Flugzeuge ja auch, oder? Da, und manchmal sieht man welche fliegen. Ja, aber ich glaube, das ist mehr so zur Untermalung, zur Atmosphäre. Okay. Ist ein Tote drüben. Ich teste mal gerade die Frontpanzerung. Das Geniale ist, dass die Panzer nachher stehen bleiben auf dem Schlachtfeld, die ausgeschossenen. Ich fahre jetzt in die gegnerische Base hinein. Ich fahre halt irgendwo herum, sagen wir so. Da kommt gerade einer. Nein. Der Motor ist kaputt. Nein, komm, Junge. Pfeffer. Wieso dreht er so langsam? Nein, nicht ins Heck. Nein, ich bin tot. Scheiße. Ich hab nichts zusammengebracht. Ah, ich bin besser als ihr. Ja, ich bin mal wieder sang- und klanglos. Du bist ja letzter. Aber ich muss sagen, fast Fluggefechte, sie machen die Panzergefechte auch Spaß. Aber halt eher Luftgefechte ist halt viel mehr Action. Oder wir stellen uns einfach noch beim Panzer zu blöd an. Teilweise. So, ich gehe mal zum Arktik, schauen mal, was der macht. Oder soll ich zum Guten gehen? Mach was du willst. Seid ihr gemeinsam unterwegs? Nein, oder? Nee. Nein, nein. Ich stehe hier gerade unter Beschuss und kann mich nicht bewegen. Guten steht deutlich weiter hinten. Ich bin deutlich weiter vorne. Ich stehe in der Nähe von C, also eigentlich mit Blick auf C. Ja, du stehst voll im Wald halt. Ja, ich bin jetzt hier an C, deswegen.
Da ist die Runde vorbei. So, Runde ist vorbei. Und wieder mal verloren, oder? So wie es aussieht. Ja. Ja. Ja, ja, leider, leider. Ja, ja. Platz 10 bin ich nur. Ja, ich bin mal wieder letzter. Aber ich habe die Forschung abgeschlossen. Da kaufe ich mal den Richtantrieb. Das ist viel zu günstig, das sagt. Dann neuer Motor. Sperrfeuer anfordern. Einschießen. Ich kaufe mal einen neuen Motor. Halt forsche ich als nächstes. Ja, und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Gefecht. Ciao, Leute. Ciao.